Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Pollys Ferien. Oma und Opa Wutz fahren in die Ferien. Polly Piepmatz soll so lange bei Peppa und Schorsch wohnen. Hallo alle zusammen. Hallo Opa Wutz. Hallo Oma Wutz. Polly ist schon gespannt auf ihre ersten Ferien bei Peppa und Schorsch. Hallo Polly. Hallo Polly. Polly Piepmatz wiederholt alles, was gesagt wird. Was ist in Pollys Koffer drin, Oma? Das ist Pollys Futter. Schorsch, kannst du erraten, was Polly am liebsten mag? Schokokuchen. Nein, nicht Schokoladenkuchen. Polly frisst gern Vogelfutter. Vogelfutter! Kann ich sie füttern, Oma? Kann ich sie füttern? Ja. Es ist sehr wichtig, dass ihr Polly nicht zu oft füttert. Ja, Opa Wutz. Opa, können wir Polly mal aus dem Käfig nehmen? Ja, ihr müsst aber Fenster und Türen zumachen. Sonst fliegt Polly weg. Ja, Opa Wutz. Auf Wiedersehen, Peppa. Auf Wiedersehen, Schorsch. Auf Wiedersehen, Oma Wutz. Auf Wiedersehen, Opa Wutz. Auf Wiedersehen, Oma Wutz. Auf Wiedersehen, Opa Wutz. Magst du eine Tasse Tee? Magst du eine Tasse Tee? Schorsch hat Pollys Vogelfutter geholt. Schorsch, das ist aber viel zu viel Vogelfutter. Polly wird davon zu dick und platzt dann wie ein Ballon. Pop! Platzt wie ein Ballon! Pop! Was ist das für ein Geräusch? Der Eiswagen! Der Eiswagen, hurra! Oh je, Schorsch hat vergessen, die Tür zu schließen. Eiscreme, Eiscreme! Es ist Frau Mümmel, die Eisverkäuferin. Hallo, Mama Wutz. Hallo, Frau Mümmel. 4-mal Eiscreme, bitte. Dankeschön, Frau Mümmel. Schorsch, du hast vergessen, die Tür zuzumachen. Wenn Polly jetzt weggeflogen ist. Nur die Ruhe, Peppa. Wahrscheinlich ist Polly noch immer drinnen. Polly ist wirklich verschwunden. Oh. Polly ist weggeflogen. Bestimmt sind Oma und Opa jetzt ganz traurig. Vielleicht suchen wir erst einmal im Garten. Guckt mal, was ist das? Was hat Mama Wutz im Garten entdeckt? Es ist Polly! Hurra! Aber Papa, wie sollen wir denn jetzt Polly vom Baum herunterholen? Keine Sorge, Peppa. Ich werde Polly retten. Komm her, Polly. Magst du eine Tasse Tee? Oh nein, Polly ist noch höher hinaufgeflogen. Oh je. Sei vorsichtig, Papa. Sonst fällst du noch vom Baum, wie du es jedes Mal machst. Keine Angst, Peppa. Ich werde mir Mühe geben. Komm her, Polly. Vogelfutter! Wohin Schorsch wohl geht? Schorsch hat Pollys Vogelfutter geholt. Polly ist ganz verrückt danach. Schorsch hat Polly vom Baum heruntergelockt. Hurra! Was ist das für ein Geräusch? Das Handy von Papa Wutz klingelt. Was? Hallo? Oh, Oma Wutz. Hallo, Papa Wutz. Gibst du mir mal bitte Polly Piepmatz? Ja, natürlich. Hallo, Polly. Hast du denn schöne Ferien? Hallo, Polly! Hast du denn schöne Ferien? Scheuche. Peppa und Schorsch sind heute zu Besuch bei Oma und Opa Wutz. Hallo, Opa Wutz. Opelus. Hoho, hallo, Peppa. Hallo, Schorsch.
Opa, was machst du denn da? Ich pflanze einen Blumengart. Oh! Aus diesen Samen wachsen wunderschöne Blumen. Ich streue die Samenkörner auf den Boden. Dann decke ich sie mit Erde zu. Oh, wo sind sie denn? Die Samenkörner sind verschwunden. Wie merkwürdig. Ich bin sicher, dass ich hier Samen verstreut hatte. Ja, Opa, wir haben's gesehen. Tja, jetzt sind sie weg. Na gut, dann muss ich eben noch welche nehmen. Wie ich schon sagte, ich streue die Samenkörner einfach auf den Boden. Ein kleiner Vogel pickt die Samenkörner von Opa Wutz auf. Hey, lass meine Samenkörner! Also, da sind meine ganzen Samen hin. Im Bauch von dem kleinen Vogel. Und noch zwei kleine Vögel picken Opa Wutz Samenkörner auf. Oh, guck! Ah, weg da, weg da! Was ist das für ein Lärm? Oma Wutz, die Vögel picken meine ganzen Blumensamen weg. Und jetzt jagen wir die Vögel weg. Wegjagen hat keinen Zweck. Sie kommen einfach wieder. Guck! Wir brauchen eine Vogelscheuche. Was ist eine Vogelscheuche? Eine Vogelscheuche ist ein Mann aus Stroh, der den Vögeln Angst macht. Das ist eine gute Idee, Oma Wutz. Ich baue eine. Kommt alle mit! Wiedersehen, kleine Vögel. Wir bauen eine Vogelscheuche. Das ist Opa Wutz' Gartenschuppen. Hier drin gibt es eine Menge Sachen, um eine Vogelscheuche zu bauen. Zuerst brauchen wir zwei Stöcke und etwas Kordel. Das besorgen wir. Peppa hat zwei Stöcke gefunden. Schorsch hat etwas Kordel gefunden. Gut, ich binde die Stöcke zusammen. Das wird der Körper. Oma Wutz hat etwas Stroh gefunden und einen alten Sack. Großartig. Ich steck das Stroh in den Sack. Das wird der Kopf. Jetzt braucht die Vogelscheuche was zum Anziehen. Hier ist eine Tasche mit alten Kleidern. Oh! Schorsch hat ein Kleid gefunden. Dummer Schorsch. Herr Vogelscheuche zieht doch kein Kleid an. Peppa hat einen Mantel gefunden. Sehr gut, Peppa. Schorsch hat einen Hut gefunden. Sehr gut, Schorsch. Herr Vogelscheuche braucht ein Gesicht. Das stimmt. Willst du mit Schorsch ein Gesicht für ihn malen? Ja, bitte. Schorsch malt die Augen und die Nase. Peppa malt den Mund. Fantastisch. Herr Vogelscheuche ist fertig. Hurra! Die kleinen Vögel suchen nach Opa Wutz Blumensamen. Guck, die kleinen Vögel sind wieder da. Keine Sorge, Peppa. Herr Vogelscheuche wird sie verscheuchen. Es funktioniert. Herr Vogelscheuche hat die Vögel verscheucht. Hurra! Gut, jetzt werden meine Blumensamen nicht mehr gefressen. Oh, Opa, die kleinen Vögel sehen sehr traurig aus. Ja, sie haben sicher Hunger. Dafür habe ich das hier. Was ist das, Oma? Eine Futterstation. Opa, gibst du mir bitte was von den Samen? Kommt, ihr Vögelchen, Essenszeit. Jetzt haben die Vögel ihre eigenen Samen. Hurra! Die kleinen Vögel sind wieder glücklich. Peppa ist froh, dass Opas Blumensamen nicht gefressen werden. Aber noch froher ist sie, dass die kleinen Vögel auch etwas zu fressen haben. Oma Wutz und Opa Wutz bereiten das Essen für Peppa und ihre Familie vor. Ich habe noch mehr Kartoffeln ausgegraben. Aber Opa... Wir haben schon so viele Kartoffeln. Och, Kartoffeln kann man nie genug haben. Na gut, dann schieb die Kartoffeln in den Ofen. Die anderen sind bald da. Hoho, es ist noch genug Zeit. Es ist erst 11 Uhr. Peppa und ihre Familie sind auf dem Weg. Wären wir nur früher losgefahren, wir kommen wieder zu spät. Keine Sorge, Mama Wutz. Wir haben noch massig Zeit. Wir kommen immer zu spät, wenn wir zu Oma und Opa fahren. Hoho, diesmal nicht. Ich habe einen neuen Weg gefunden, um dem Verkehr auszuweichen. Oh,
Damit habe ich nicht gerechnet. Peppa und ihre Familie stecken im Stau. Guck mal, da sind Klausi Kleff und Opa Kleff. Klausi Kleff und Opa Kleff stecken auch im Stau. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. Wir fahren zu Oma und Opa zum Essen. Aber wir kommen wieder zu spät. Es ist 1 Uhr. Sie sind zu spät. Wie immer. Wie weit sind deine Kartoffeln? Sie brauchen noch ein ganz kleines bisschen. Oma Wutz am Apparat. Hallo, Oma Wutz. Wir stecken noch im Stau. Keine Sorge. Wir sind auch spät dran. Opa hat es mit den Kartoffeln etwas übertrieben. Bis gleich. Die Ärmsten. Sie stecken noch im Stau fest. Oh, dann habe ich ja Zeit, um noch ein paar Kartoffeln zu holen. Opa Wutz. Es geht ja so langsam. So kommen wir nie zu Oma und Opa. Peppa hat recht. Wir müssen anders fahren. Aber es gibt keine weiteren Hauptstraßen. Ich weiß eine Abkürzung. Auf Wiedersehen, ihr alle. Wir nehmen die Abkürzung. Wiedersehen, Peppa. Viel Glück. Mama Wutz nimmt eine Abkürzung, um den Stau zu umfahren. Die Abkürzung ist sehr holperig. Das macht Spaß. Bist du dir da ganz sicher? Vertrau mir. Hallo Enten, wir nehmen eine Abkürzung. Seht ihr, da ist wieder die Hauptstraße. Gut gemacht, Mama Wutz. Aber wir sind immer noch hinter Klausis Laster. Hallo. Wen haben wir denn da? Oh je, die Abkürzung von Mama Wutz hat nicht sehr gut funktioniert. Gut. Essen ist fertig. Und am allerwichtigsten, die Kartoffeln sind auch gar. Das Essen ist fertig, aber Peppa und ihre Familie sind immer noch nicht da. Opa Wutz am Apparat. Wir sind schon fast bei euch. Aber die Autos bewegen sich nur im Schneckentempo. Eine sehr, sehr langsame Schnecke. Sie sind fast da, aber sie stecken immer noch im Stau. Die Ärmsten. Das Essen wird ja ganz kalt. Ich habe eine Idee. Ich hole meine Schubkarre. Was hat Opa Wutz vor? Oma Wutz, wir laden jetzt das Essen in die Schubkarre. Zu Befehl, Opa Wutz. Wenn Sie nicht zum Essen kommen können, dann muss das Essen eben zu Ihnen kommen. Seht mal, da sind Oma und Opa mit dem Essen in einer Schubkarre. Wutz, ahoi! Das Essen wird serviert. Habt ihr genug dabei, damit auch Klausi und sein Opa was abbekommen? Es ist genug für alle da. Hurra, Kartoffeln! Gut, dass du so viele Kartoffeln gebacken hast, Opa. Hoho, Kartoffeln kann man doch nie genug haben. Pirateninsel. Opa Wutz macht mit Peppa und ihren Freunden einen Ausflug mit seinem Boot. Alle Mann an Bord! Ei, ei, Herr Opa! Volldampf voraus! Wiedersehen! Wiedersehen! Peppa und ihre Freunde haben alle Schwimmwesten an. George, du kriegst meinen Piratenhut. Heute segeln wir alle zur Pirateninsel. Oh. Wenn wir Glück haben, finden wir einen vergrabenen Schatz. Oh. Die Pirateninsel scheint ein toller Ort zu sein. Land in Sicht! Da wären wir. Die Pirateninsel. Uah. Was ist das? Dieser Metalldetektor findet vergrabene Schätze. Opa Wutz sucht mit dem Metalldetektor nach vergrabenen Schätzen. Aha! Der Metalldetektor hat etwas gefunden. Wir graben es aus. Eine kleine Münze. Ein Schatz. Hurra!
Kommt, wir suchen noch mehr. Aha, wir haben noch was gefunden. Das klingt groß. Du meine Güte, dieser Schatz ist aber ziemlich schwer. Oh je, das ist kein vergrabener Schatz. Das ist ein rostiger alter Einkaufswagen. Oh. Jetzt ist es mal genug mit der Schatzsuche. Wer hilft mit bei einer ganz großen Sandburg? Das ist eine gute Idee, Oma Wutz. Ich guck mal schnell nach dem Boot. Oma Wutz hilft den Kindern dabei, eine große Sandburg zu bauen. Und Opa Wutz hat etwas Wichtiges auf dem Boot zu erledigen. Ach, ist das schön. Ich muss mal die Augen zumachen. Ein kleines bisschen. Oma Wutz und die Kinder bauen eine große Sandburg. Sie brauchen eine Menge Sand. Mit Eimern formen sie die Burgtürme. Was für eine prächtige Burg! Jetzt fahren wir nach Hause. Oh, wo ist das Boot hin? Guck, Oma! Oh nein! Opa Wutz schläft tief und fest und das Boot treibt davon. Wir müssen Opa aufwecken. Ruft mal so laut ihr könnt. Opa Wutz, wach auf! Wach auf! Oh nein, Opa Wutz schläft immer noch. Opa ist zu weit weg, er hört uns nicht. Wir sitzen fest auf der Pirateninsel. Wir sind Schiffbrüchige. Wir sind in 100 Jahren noch hier. Genau, wir müssen wilde Früchte und Beeren essen. Und außerdem noch Insekten und Schnecken. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Oh, wo bin ich? Hallo! Hallo zusammen. Hattet ihr einen schönen Tag? Ja, ich glaube nur, ich habe etwas vergessen. Einen Augenblick! Guckt! Da ist Opa! Wir sind gerettet! Hurra! Willkommen an Bord, Matrosen! Schlimmer, Opa Wutz! Wir dachten schon, du lässt uns allein. Das tut mir leid, Oma Wutz. Nächstes Mal schlafe ich nicht ein. Versprochen. Wiedersehen, Pirateninsel! Wir kommen bald wieder! Ich liebe die Pirateninsel. Fahren wir da bald wieder hin? Oh, natürlich tun wir das, Peppa. Hurra! Opas kleine Lok. Peppa und Schorsch spielen in Omas und Opas Garten. Was ist das für ein Krach? Opa baut da etwas. Hallo, Peppa und Schorsch. Ihr kommt genau richtig. Ich bin gerade damit fertig geworden. Darf ich fragen, was damit ist? Ich zeig's euch. Toll! Eine Spielzeuglok. Das ist kein Spielzeug. Das ist Gertrud. Sie ist eine Miniaturlokomotive. Aber braucht sie keine Schienen, um darauf zu fahren? Aber nein. Ich habe Gertrud Autoreifen montiert, damit sie fahren kann, wohin sie mag. Opa, dürfen wir mit Gertrud fahren? Steigt nur ein. Voll Dampf voraus. Wiedersehen, Oma. Bis später. Peppa und Schorsch lieben Opas kleine Lok. Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Opas kleine Lok macht tuff, 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 jeden Tag. Und die Schweinchen in dem Zug machen oink, oink, oink. Oink, 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 oink. Und die Schweinchen in dem Zug machen oink, 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 jeden Tag. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo. Hallo, Klausi. Wie ich sehe, fahrt ihr Spielzeuglok. Spielzeug? Gertrud ist kein Spielzeug. Wie geht's deinem kleinen Laster? Kleiner Laster? Mein Abschleppwagen ist ein richtiges Nutzfahrzeug. Opa, darf ich mit dem Zug fahren?
Das musst du wissen, Klausi, wenn du lieber Eisenbahn spielst. Danke, Opa. Bis später. Frau Mümmel fährt den Schulbus. Zu eurer Linken seht ihr ein paar Hügel mit Bäumen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa sind da. Dürfen wir mit dem Zug fahren? Ich mache mit den Kindern eine Bildungsbusrundfahrt. Dienen Loks auch der Bildung? Aber auf jeden Fall. Wer von euch möchte denn lieber mit dem Zug von Opa Wutz fahren? Ich! Und wer möchte weiter hier im Bus bleiben? In Ordnung. Ihr könnt alle in den Zug. Ich fahre hinterher. Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff. Jeden Tag. Eine Riesenschlammpfütze. Da stecken wir gleich fest. Vielleicht fahren wir lieber einen anderen Weg. Das ist doch nur eine Pfütze aus Schlamm. Komm schon, Gertrud. Du schaffst das schon. Komm schon, Bus. Du schaffst das schon. Der Bus steckt im Schlamm fest. So ein Mist. Hallo, Frau Mümmel. Wie läuft's denn so? Gar nicht. Ich stecke fest. Können Sie mich retten? Natürlich. Ist Ihr Wagen denn stark genug? Vertrauen Sie mir. Hat's geklappt? Nein. Wir brauchen ein Fahrzeug, das noch mehr Kraft hat. Kann ich irgendwie helfen? Es gibt nichts, was ich nicht lösen könnte, aber danke trotzdem. Ich habe eine Idee. Die Lok von Opa Wutz kann uns doch aus dem Schlamm ziehen. Gute Idee, Frau Mümmel. Opas kleine Lok soll den Bus aus dem Schlamm ziehen. Volldampf! Komm schon, Gertrud! Komm schon, Gertrud! Hurra! Haha, gut gemacht! Schon erstaunlich, was eine Spielzeuglok so kann. Spielzeug? Gertrud ist doch kein Spielzeug! Gertrud ist die allerbeste Lok auf der ganzen Welt. Buden. Peppa und Schorsch sind in Oma und Opa Wutz Garten. Sie wollen im Baumhaus spielen. Peppa und Schorsch lieben ihr Baumhaus. Da kommen die Freunde von Peppa und Schorsch. Zoe, Luzi, Luisa und Linus. Ich mag euer Baumhaus, Peppa. Dürfen wir reinkommen? Ja! Jetzt können wir Teekränzchen spielen. Da sind Klausi und Pedro. Nee. Hallo, Peppa. Dürfen wir reinkommen? Tut mir leid, Klausi. Nur Mädchen dürfen ins Baumhaus. Jungs sind uns ein bisschen zu laut. Und immer stören sie die Teekränzchen. Aber Schorsch und Lino sind Jungs. Oh, ja. Tut mir leid, Schorsch. Dieses Baumhaus ist nur für Mädchen. Was ist los? Die Mädchen lassen uns nicht in ihr Baumhaus. Das ist nicht fair. Hoho, ich denke, ich kann euch helfen. Kommt mal mit. Jetzt machen wir uns ein schönes und ruhiges Teekränzchen. Was ist das für ein Krach? Fertig. Jetzt habt ihr Jungs eure eigene Bude mit einer eigenen Zugbrücke. Eine Burg! Danke, Opa Wutz. Dürfen wir reinkommen? Nein, das ist eine Jungsbude und nur für Jungs. Aber ich liebe Burgen. Burgen sind nicht so gut wie Baumhäuser. Kommt, Mädels. Ich bin der König der Burg. Jede Burg braucht eine Flagge. Toll! Sie haben eine Flagge. Wir brauchen keine doofe Flagge. Da kommt Oma Wutz. Hallo Mädchen, braucht ihr noch irgendwas? Eine Flagge bitte. Aber sie muss besser sein als die Jungsflagge. Ich schau mal, was ich tun kann.
Ich bin der König der Burg. Hoho, jede Burg braucht auch ein Telefon. Halt das mal. Haltet die Schnur schön straff, dann könnt ihr mit den Jungs sprechen. Wir wollen nicht mit den Jungs sprechen. Und wir wollen nicht mit den Mädchen sprechen. Oma Wutz hat eine Flagge für die Mädchenbude gefunden. Dieses Kleid ist eine gute Flagge. Danke, Oma. Sie ist aber nicht so gut wie die von den Jungs. Ich wünschte, wir könnten in die Burg. Märchenprinzessinnen leben in Burgen. Wenn ich eine Märchenprinzessin wäre, dann würde ich im Baumhaus leben. Können wir rüberkommen? Bitte. Nur wenn ihr sagt, dass die Burg besser ist. Sie ist besser. Ich bleibe in meinem Baumhaus. Ich mag die Burg lieber. Oh je, es regnet und die Burg hat kein Dach. Wir gehen ins Baumhaus. Nein, ich verlasse meine Burg niemals. Es hat aufgehört zu regnen. Schorsch hat eine Matschepfütze entdeckt. Das macht Spaß. Ich bleibe in meiner Burg. Ich bleibe in meinem Baumhaus. Hoho! Ich passe auf deine Burg auf, Klausi. Ich passe auf dein Baumhaus auf, Peppa. Peppa und Klausi lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Alle lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen, ob Junge oder Mädchen. Omas und Opas Speicher. Peppa und Schorsch spielen heute bei Oma und Opa. Hallo, Opa Wutz. Opa Lutz. Hoho, hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wiedersehen, bis später. Bis später. Wo ist Oma Wutz? Hallo, meine Liebchen. Das war die Stimme von Oma Wutz, aber wo ist sie? Oma Wutz? Hier bin ich. Oma Wutz. Oma Lutz. Warum ist Oma im Dach? Wir räumen den Speicher auf. Was ist ein Speicher? Der Ort, an dem wir unsere alten Sachen aufbewahren. Alt wie du, Opa Wutz? Haha! Sachen, die noch älter sind als ich. Dürfen wir helfen? Ja, gut. Omas und Opas Speicher ist ganz oben im Haus. Das ist die Tür zum Speicher. Wie kommen wir denn da hoch? Ich habe einen schlauen Trick. Hallo, meine Liebchen. Da ist Oma. Kommt mal rauf. Das ist unser Speicher. Boah, ist der aber voll. Ja, er ist voll mit altem Kram. Peppa und Schorsch helfen uns, ein paar Sachen wegzuschmeißen. Gut, dann fangen wir am besten mit dieser Kiste an. Nein, nicht diese Kiste. Brauchen wir das denn noch? Das ist doch mein Buddelschiff. Und das? Das ist mein anderes Buddelschiff. Und diese hier? Das sind meine noch anderen Buddelschiffe. Ich brauche sie alle. Tja, aber irgendwas müssen wir wegschmeißen. Wie wär's mit dieser Kiste? Nein, nicht meine Hüte. Oh je. Wir können uns nicht entscheiden, was wir wegschmeißen. Ich weiß was. Wir lassen Peppa und Schorsch entscheiden. Oh ja. Dann schmeißen wir diesen alten Koffer weg. Oh, nicht der Koffer. Das ist nicht irgendein alter Koffer. Das ist ein Plattenspieler. Und das war unsere Lieblingsplatte. Können wir sie hören? Ja. Die haben wir schon seit Jahren nicht mehr gehört. Das ist wie früher. Na los, Peppa und Schorsch, lasst uns tanzen. Mama Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen.
Wo seid ihr? Mama Wutz kann niemanden finden. Was sind das für Geräusche? Mama! Hallo! Wir tanzen gerade zu Omas und Opas Lieblingsplatte. Ja, Oma und Opa haben sie früher immer gehört. Oh, und diese Platte habe ich als kleines Schweinchen immer gehört. Was ist das? Sie heißt Vöglein, Vöglein, Wuff, Wuff. Nicht Vöglein, Vöglein, Wuff, Wuff. Die hast du immer gehört. Ich dachte, die hätten wir längst weggeworfen. Die Vöglein machen Wuff, die Hunde machen Piep. Wuff, Piep, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Die Schafe machen Mu, die Kühe machen Mäh. Mu, Mäh, Wuff, Piep, Mu, Mäh, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Nochmal, nochmal. Die Vöglein machen Wuff, die Hunde machen Piep. Wuff, Piep, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Die Schafe machen Mu, die Kühe machen Mäh. Mu, Mäh, Wuff, Piep, Mu, Mäh, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Das war lustig. Aber wir wollten doch etwas finden, was wir wegschmeißen können. Peppa, was sollen wir wegschmeißen und was behalten? Ich finde, ihr sollt alles behalten. Sterne. Es ist Schlafenszeit. Peppa, Mama Wutz und Papa Wutz trinken warme Milch. Schorsch, du solltest doch den Schlafanzug anziehen, nicht den Astronautenanzug. Schorsch liebt alles, was mit Raumfahrt zu tun hat. Oh. Schorsch, zieh deinen Astronautenhelm aus und trink deine Milch. Schlafenszeit, meine Kleinen. Abends macht Schorsch seine Astronautenspieluhr an. Nicht schon wieder Weltall. Das ist langweilig. Das All ist nicht langweilig. Es ist voller Sterne. Ich kann aber überhaupt nichts sehen. Es ist zu dunkel. Draußen kann man die Sterne viel besser sehen. Können wir noch mal rausgehen? Peppa, du bist im Schlafanzug. Wenn ihr eure Bademäntel drüber zieht, könnten wir vielleicht ausnahmsweise noch mal nach draußen gehen. Hurra! Papa, warum liegst du auf dem Boden? So kann man die Sterne am besten beobachten. Guckt mal, die kleinen Sterne. Stellt euch vor, ihr würdet sie besuchen. Das ist der große Wagen. Oh. Ja, und die beiden Sterne an der Spitze zeigen auf den Nordstern. Boah. Nordstern, Nordstern, bist du nah oder bist du fern? Wir besuchen dich sehr gern. Hoho, aber Peppa, die Sterne sind dafür viel zu weit entfernt. Sind sie noch weiter weg als das Meer? Oh ja, aber durch ein Teleskop sehen sie viel näher aus. Haben wir denn ein Teleskop? Nein, aber Opa Wutz hat ein sehr gutes Teleskop. Können wir jetzt sofort Opa Wutz besuchen? Hohoho, es ist viel zu spät. Vielleicht können wir mal eine Ausnahme machen, Papa Wutz. Hurra! Peppa und Schorsch fahren zum ersten Mal mit dem Auto durch die Nacht. Guckt, wir folgen dem Nordstern. Nordstern, Nordstern, funkelst hell und bist so fern. Alle haben dich sehr gern. Peppa und Schorsch sind am Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oh je, ich hoffe sehr, dass Oma und Opa Wutz nicht schon im Bett liegen. Was macht ihr denn hier um diese Uhrzeit? Wir wollen die Sterne sehen. Peppa und Schorsch würden sehr gern mal durch dein Teleskop gucken. Verstehe, gute Idee. Alle Mann mit aufs Dach hinauf. Hier ist es, das alte Lieschen. Boah! Die Sterne zu beobachten ist Opa Wutz Hobby. Also, wer schaut als erster durch? Ich! Oh, der Nordstern! Und Seeleuten zeigt er immer den Weg nach Hause. Er hat auch Papa geholfen, hierher zu finden. Oh.
Sind denn noch andere Sterne im Weltall? Ja. Hier dieser Planet. Er heißt Saturn. Ah, was ist das für ein hübscher Ring? Er ist aus Felsgestein und Eis. Auf dem Saturn ist es sehr, sehr kalt. Da könnten wir einen Schneemann bauen, Schorsch. Schnell, guck! Oh. Das ist eine Sternschnuppe. Du darfst dir etwas wünschen. Ich wünsche mir, dass wenn Schorsch groß ist und eine Rakete hat, wir beide zusammen ins Weltall fliegen. Ins Becken. Peppa und Schorsch fahren mit Oma und Opa Wutz ans Meer. Peppa und Schorsch lieben das Meer. Oh, wohin ist der Sand verschwunden? An diesem Strand ist gar kein Sand, Peppa. Kein Sand? Aber eigentlich wollten wir doch Sandburgen bauen. Peppa und Schorsch bauen so gerne Sandburgen. Na, na, Schorsch, sei nicht traurig. An diesem großen Felsenstrand kann man auch so einiges erleben. Und was? Wenn die Wellen ablaufen, dann bleiben kleine Planschbecken voll Wasser in den Felsen zurück. Felsbecken sozusagen. Und in jedem Felsbecken gibt's irgendwas zu entdecken, was das Meer hineingespült hat. Oh, ich sehe etwas Glitzerndes. Es ist eine Münze. Boah. Vielleicht von einem echten Piratenschatz. Oh. Kommt, wir sammeln alles Schöne ein, was wir finden. Ja, wir sammeln es in Schorschs Eimer. Und was für ein Schatz verbirgt sich in diesem Becken? In diesem Felsbecken ist nichts Besonderes. Irgendetwas ist immer da, Peppa. Sieh genau hin. Oh, da ist irgendetwas. Ja, es ist ein Krebs. Oh! Der Krebs zwickt Opa Wutz in den Finger. Oh! Au! Oh! Böser Herr Krebs. Guck mal, Schorsch. Herr Krebs marschiert ja seitwärts. Schorsch tut, als wäre er ein Krebs. Peppa möchte auch ein Krebs sein. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. Zwick, zwick, zwick. Hilfe! Hier sind zwei sehr böse Krebse. Die wollen mich zwicken. Zwick, zwick, zwick. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. Husch, husch, ihr bösen Krebse. Geht zurück in eure Felsbecken. Ja, wir gehen wieder zu den Felsbecken. Hast du was entdeckt? Eine Muschel. Hörst du darin das Meer rauschen? Was meinst du damit? Wenn du eine Muschel ans Ohr hältst, kannst du das Meer hören. Toll! Ich höre wirklich das Meer. Ich liebe meine Muschel. Schorsch, kannst du auch eine Muschel finden? Muschel! Das ist nur keine Muschel. Oh! Peppa hat recht. Es ist keine Muschel. Schorsch hat ein Fossil gefunden. Was ist ein Fossil? Ein Fossil ist ein Überbleibsel eines Lebewesens, das vor langer Zeit lebte, zur Zeit der Dinosaurier. Felsbecken sind so spannend. Ja, für uns schon. Bloß nicht für diesen kleinen Fisch hier. Ein Fisch? Wo? Oh! Armer kleiner Fisch. Er sitzt in der Falle. Oh. Oh. Der kleine Fisch sagt, er möchte schnell wieder zurück ins Meer. Vielleicht kannst du ja dein Eimerchen nehmen und ihn damit retten. Ja! Peppa rettet den kleinen Fisch mit ihrem Eimer. Keine Sorge, Herr Fisch. Du bist bald wieder bei deinen Freunden. Wiedersehen!
Wiedersehen, Herr Fisch. Wiedersehen. Oh. Oh. Ich liebe Felsbecken. Ein nebliger Tag. Peppa und Schorsch gehen heute auf den Spielplatz. Sollen wir zum Spielplatz fahren? Nein, wir laufen. Guck mal, der ist doch gleich da drüben. Der Spielplatz ist ganz in der Nähe. Hoho, na gut, wir laufen. Alle Mann hier entlang. Wir gehen auf den Spielplatz, wir gehen auf den Spielplatz. Oh, wo ist der Himmel hin? Keine Sorge, Peppa, das ist bloß Nebel. Was ist Nebel? Nebel ist eine Wolke, die auf dem Boden ist, statt oben am Himmel. Oh. Das ist sehr dichter Nebel. Ich sehe gar nichts mehr. Wir gehen besser wieder nach Hause. Ja, wir gehen ein andermal auf den Spielplatz. Oh. Es ist zu neblig, um den Spielplatz zu finden. Peppa und ihre Familie müssen wieder nach Hause gehen. Also, wo geht's nach Hause? Haben wir uns verirrt, Papa Wutz? Hoho, keine Sorge. Ich weiß genau, wo wir sind. Hier lang. Wer hat den Baum hier hingestellt? Papa Wutz ist gegen einen Baum gelaufen. Alles in Ordnung, Papa Wutz? Ja, alles klar. Hier lang. Papa Wutz, weißt du, wo du hingehst? Ja, natürlich, Mama Wutz. Ich glaube, wir finden unser Haus niemals wieder. Sicher finden wir es wieder, Peppa. Wir sind bloß in unserem Garten. Oh, die Enten. Hallo, ihr Enten. Habt ihr euren Teich verloren? Wir haben uns verlaufen. Wir haben uns nicht verlaufen. Ich weiß genau, wo wir sind. Auf Wiedersehen, ihr Enten. Viel Glück beim Teichsuchen. Oh. Papa Wutz hat den Ententeich gefunden. So ein Glück. Ja, ein echter Glücksfall. Papa, die Enten sagen Dankeschön. Es war mir ein Vergnügen, liebe Enten. So, jetzt suchen wir unser Haus. Ich bin sicher, es geht hier lang. Hallo! Habt ihr auch was gehört? Ja, ich glaube, ich hörte, wie jemand sagt... Hallo! Es ist Frau Löffel mit Luisa und Linus. Hallo, Peppa, wir haben uns verlaufen. Hallo, Luisa, wir uns auch. Wir wollten eigentlich zum Spielplatz gehen. Ja, wir auch, aber es ist zu neblig, um dahin zu kommen. Alle Mann hier lang, zurück zu unserem Haus, bis der Nebel sich verzieht. Papa Wutz, weißt du, wo du hingehst? Natürlich weiß ich das. Hier lang. Ja, Papa Wutz. Aha, ich habe unseren Hügel gefunden. Gleich sind wir zu Hause. Unser Haus steht nämlich genau hier. Oh, Papa Wutz hat eine Leiter gefunden. Das ist komisch. In unserem Garten gibt's keine Leiter. Du meine Güte! Kannst du sehen, wo wir sind, Papa Wutz? Ja, kann ich. Papa, wo sind wir? Komm und guck's dir an. Mach ich. Ui. Ui, jetzt kann ich wieder alles sehen. Der Nebel verzieht sich. Wir sind auf dem Spielplatz. Hurra! Hui! Wir sind auf dem Spielplatz. Wir sind auf dem Spielplatz. Hui! Wippen. Wippen. Papa, Mama, wir sind auf dem Spielplatz. Na, was für ein Glück. Ich dachte bloß, wir wollten nach Hause. Dachte ich auch. Vielleicht haben wir uns doch ein kleines bisschen verlaufen. Oh, von Papa Wutz. Heute ist ein besonderer Tag. Peppa und Schorsch fahren mit Papa Wutz in sein Büro. Papa, was machst du so den ganzen Tag in deinem Büro? Lauter lustige Dinge. Ich zeig's euch.
In diesem Bürohaus arbeitet Papa Wutz. Wir sind da! Hurra! Ja? Hallo, hier ist Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Darf ich auch mal da drauf drücken? Hoho, na klar, Peppa. Ja? Ich bin's. Hallo, du Ich. Komm rein. Mein Büro ist im obersten Stock. Wir fahren mit dem Aufzug. Darf ich den Knopf drücken? Ich glaube, Schorsch ist mal dran. Drück den obersten Knopf, Schorsch. Oh. Der Lift fährt mit Peppa, Schorsch und Papa Wutz bis zum obersten Stockwerk. Ui. Oberstes Stockwerk. Türen öffnen automatisch. Das ist das Büro von Papa Wutz. Hallo alle zusammen. Hallo, Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Herr Löffel und Frau Mietze sind Kollegen von Papa Wutz. Heute habe ich zwei ganz besondere Besucher mitgebracht. Peppa und Schorsch. Wir sind sehr geehrt. Jetzt beginnt die Führung. Herr Löffel, können wir an Ihrem Platz beginnen? Mit dem größten Vergnügen. Meine Arbeit dreht sich hauptsächlich um Zahlen. Ich nehme überaus wichtige Schriftstücke, wähle den entsprechenden Stempel und stempel sie damit ab. Boah! Was für einen tollen Beruf Herr Löffel hat. Darf ich auch einmal stempeln? Na klar, ich hol dir schnell Papier. Hier ist doch Papier. Vielleicht nehmen wir lieber etwas leeres Papier. Hier, bitte sehr. Peppa stempelt gerne Papier. Ich mag Ihre Arbeit, Herr Löffel. Weiter geht's mit der Führung. Nächste Station, der Platz von Frau Mietze. Miau. Hallo, Peppa und Schorsch. Hallo. Meine Aufgabe ist es, Muster in den Computer einzugeben. Oh. Dann drucke ich die Muster aus. Hui. Und hier ist noch eine Kopie. Dankeschön. Frau Mietze hat aber eine schöne Arbeit. Darf ich mal probieren? Mir scheint, Schorsch möchte auch mal. Du hast recht, Schorsch. Jetzt bist du mal mit Arbeiten dran. Schorsch tippt blaue Dreiecke. Jetzt drucken wir sie aus. Ich mag Ihre Arbeit, Frau Mietze. Haha, wollen wir jetzt meinen Platz anschauen? Ja, bitte. Das ist der Schreibtisch von Papa Wutz. Meine Arbeit ist wirklich kompliziert. Ich berechne das kleinste gemeinsame Vielfache und ermittle den größten gemeinsamen Teiler. Die Arbeit von Papa Wutz scheint sehr wichtig zu sein. Hast du denn dafür auch Stempel? Nein. Hast du denn dafür einen Computer? Nein, aber ich brauche dafür Buntstifte. Papa, dürfen wir mit deinen Buntstiften malen? Gute Idee. Peppa und Schorsch malen gern mit Buntstiften. Ich male ein Haus. Schorsch malt wieder mal einen Dinosaurier. Schorsch malt immer Dinosaurier. Sausier. Meine Güte, es ist schon 5 Uhr. Jetzt ist Feierabend. Ich muss schon sagen, was für ein fabelhaftes Haus. Und ein grausiger Dinosaurier. Schorsch und ich haben die Arbeit von Papa gemacht. Und noch dazu ganz besonders gründlich. Ich mache gern Herrn Löffels Arbeit und ich mache gern Frau Mietzes Arbeit. Aber Papas Arbeit gefällt mir am allerbesten. Die Ballonfahrt. Heute ist Sommerfest. Frau Mümmel macht eine Tombola. Hereinspaziert, hereinspaziert. Der Hauptpreis ist eine Fahrt in meinem Heißluftballon. Oh, das macht bestimmt Spaß. Ich möchte ein Los, bitte. Das blaue Los gewinnt ein Spielzeugauto. Gut gemacht, Klausi. Ich möchte bitte auch ein Los. Danke, Peppa. Was möchtest du denn gewinnen? Die Ballonfahrt. Wäre der hausgemachte Schokokuchen nicht besser? Papa Wutz liebt hausgemachten Schokokuchen. Das rote Los gewinnt die Ballonfahrt. Hurra! Alle an Bord
für die Ballonfahrt. Wie viele Passagiere bitte? 4 bitte. Und Teddy. Sausia. Oh, und ein Teddy und ein Dinosaurier macht zusammen 6. Alle Mann an Bord. Beeilung, Papa Wutz, komm an Bord. Schnell, Papa. Kapp die Taue. Leinen los. Volldampf voraus. Sehr eindrucksvoll, Frau Mümmel. Sie sind bestimmt ein erfahrener Captain. Eigentlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich einen Heißluftballon fahre. Oh. Festhalten! Frau Mümmel heizt an, damit der Ballon in die Luft steigt. Wiedersehen! Wiedersehen! Wer von euch übernimmt das Kartenlesen? Das mache ich. Bist du sicher, Papa Wutz? Ich bin sehr gut im Kartenlesen. Oh, diese Karte ist ein bisschen kompliziert. Sollen wir höher steigen? Ja, bitte! Höher! Höher! Der Ballon steigt hoch in den Himmel. Oh, wo ist der Himmel hin? Keine Sorge, Peppa. Wir fliegen nur durch eine Wolke. Oh, da ist der Himmel ja wieder. Hurra! Luftballon, Luftballon, flieg mit uns auf und davon. Flieg ganz hoch, flieg ganz hoch, höher als die Wolken noch. Guck mal, Teddy, wir fliegen ganz hoch. Peppa, sei vorsichtig, sonst fällt Teddy! Noch... Teddy! Teddy ist runtergefallen. Keine Sorge, Peppa, wir retten Teddy. Alle Mann festhalten. Wir gehen runter. Frau Mümmel lässt den Ballon hinabsinken, damit Teddy gerettet werden kann. Ich kann Teddy nirgends sehen. Da ist er. Teddy hängt im Baum fest. Ich nehme diesen Anker, um Teddy zu retten. Langsam, langsam. Ich hab ihn. Papa Wutz hat Teddy gerettet. Teddy! Hurra! Oh je, niemand achtet darauf, wohin sie fliegen. Achtung! Baum voraus! Festhalten! Oh. Erst hing Teddy im Baum fest und jetzt hängen wir im Baum fest. Papa Wutz, weißt du, wo wir sind? Haben wir uns verfahren? Ja. Seht mal alle her! Ist das nicht Omas und Opas Haus? Ja, dann sind wir hier in Opa Wutz Garten. Dachte ich mir. Ahoi, ihr! Oma Wutz und Opa Wutz! Du liebe Güte! Ahoi auch, Frau Mümmel! Hilfe! Bitte! Opa! Wir kommen nicht runter! Keine Sorge, ich habe eine Leiter! Hurra! Alle klettern vom großen Ballon herunter. Oma, Opa, Frau Mümmel hat uns mitgenommen. In ihrem großen Ballon. Wie überaus aufregend. Ich fürchte, das Aufregendste, was wir bieten können, ist mein hausgemachter Schokoladenkuchen. Hausgemachter Schokoladenkuchen, das ist aufregend. Das war die beste Ballonfahrt der Welt. Und der beste Schokokuchen der Welt. Malen. Peppa und George möchten gerne malen. Holt euch ein paar alte Zeitungen zum Drunterlegen. Ja. Papa Wutz liest gerade seine Zeitung. Ihr könnt gerne meine Zeitung nehmen, sobald ich sie gelesen habe. Na gut. Hurra! Dann können wir ja jetzt anfangen. Dummer Schorsch. Große Kinder fassen doch nicht mit der Hand in die Farbe. Schorsch liebt es, mit den Händen zu malen. Peppa malt auch gern mit den Händen. Sehr gut. Bekomme ich eine Kartoffel, Mama Wutz? Die sind noch nicht gekocht, Papa Wutz. Hast du Hunger, Papa? Ich will sie gar nicht essen. Passt mal auf. Was macht Papa Wutz? Oh. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Eine Blume.
Schlauer Papa. Hohoho, als ganz kleines Ferkel habe ich schon gerne gemalt. Wo sind meine alten Malutensilien? Papa, warum hast du denn diesen lustigen Hut auf? Hohoho, das ist meine Baskenmütze. Ich fühle mich damit wie ein echter Künstler. Nun, was soll ich malen? Wirklich gut gewählt, Schorsch. Ich male den alten Kirschbaum. Was ist das? Eine Staffelei, Peppa. Da steht die Leinwand drauf. Was ist eine Leinwand? Sie ist wie festes Leinenpapier für spezielle Gemälde. Ist das Zahnpasta? Hoho! Nein, Peppa. Das sind ganz spezielle Farben für große Maler. Herrlich! Mit welcher Farbe wollen wir anfangen? Rot, bitte! Warum rot, Peppa? Rot ist doch meine Lieblingsfarbe. Aber erst wollen wir den Himmel malen. Guck, welche Farbe hat der? Blau, ist doch klar. Ja, sehr gut. Wir beginnen mit Blau. Jetzt ist der Kirschbaum dran. Wir brauchen Grün für die Blätter. Hier ist aber kein Grün. Kein Problem. Wenn wir mischen, und zwar blaue Farbe mit etwas gelber Farbe, dann wird's grün. Wenn man Blau mit Gelb mischt, gibt das Grün. Schönes, saftiges Grün. Und hier ist Gras. Was ist eigentlich mit dem Baumstamm? Wir haben ja gar keine braune Farbe. Wir mischen uns braun. Nämlich mit Grün und Rot. Grün und Rot ergibt Braun. Papa Wutz malt den Baumstamm und die Äste. Papa, kann ich die Kirschen malen? Gern, Peppa. Tauch deinen Finger in die Farbe und tupf sie auf den Baum. 1, 2, 3. Gut gemacht, Peppa. Jetzt ist Schorsch dran. Du bist wirklich ein großer Maler, Schorsch. Fertig. Das Werk ist vollbracht. Hurra! Oh, hier sind die Enten. Hallo, Fräulein Ente. Wir malen gerade ein Bild. Die Enten laufen über die Farben von Papa Wutz. Husch, husch, böse Enten. Husch, Enten, husch. Bleibt schön weg von unserem Bild. Oh nein, die Enten haben Fußspuren auf dem ganzen Bild hinterlassen. Oh je. Was war das für ein Krach? Mama, die Enten haben unser schönes Bild verdorben. Lass mal sehen. Die Enten hinterlassen Fußspuren im Garten, genauso wie auf dem Bild. Papas Bild ist nicht verdorben, Peppa. Es ist perfekt. Hurra! Oh ja, ich bin sozusagen Experte im Malen. Genauso wie die Enten. Die Kuckucksuhr. Es ist früh am Morgen. Mama und Papa Wutz schlafen noch. Aufstehen, aufstehen, Mama und Papa. Was? Es ist Zeit aufzustehen. Es ist noch früh am Morgen. Weißt du nicht, wie spät es ist, Peppa? Nein, Papa. Unsere Uhr ist kaputt. Oh je. Mal sehen, ob wir sie wieder hinkriegen. Ah, die alte Kuckucksuhr. Warum heißt sie Kuckucksuhr? Da wohnt ein kleiner Holzvogel drin. Er heißt Kuckuck. Den Kuckuck habe ich noch nie gesehen. Mag sein. Wir haben sie auch schon lange nicht mehr aufgezogen. Sein Kuckuck wurde uns ein bisschen zu viel. Oh, können wir sie wieder aufziehen, bitte? Wird gemacht. Papa Wutz zieht die Kuckucksuhr auf. Fertig. Papa Wutz stellt die Uhr richtig ein. Es ist beinahe 9 Uhr. Papa, können wir jetzt den Kuckuck sehen? Ihr werdet ihn gleich sehen. Wie sieht er überhaupt aus, Papa? Lass mich überlegen. Er bewegt seinen Kopf ungefähr so. Und er schlägt mit den Flügeln etwa so. Und er macht Kuckuck. 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 Du bist ja ein kleiner, lauter Kuckuck, Schorsch. Kuckuck. Guckt, da drin tut sich schon was. Ui. Dummer
Schorsch, du hast ihn verpasst. Der Kuckuck war wirklich einsame Spitze. Guck so, Kuckuck. Und du hast es verpasst. Ist nicht schlimm, Schorsch. Du siehst den Kuckuck beim nächsten Mal. Ja, aber du musst warten. Der Kuckuck kommt nur einmal in der Stunde. Warten ist langweilig. Komm, Schorsch, wir spielen draußen. Schorsch will nicht nach draußen. Er wartet auf den Kuckuck. Es ist beinahe 10 Uhr. Schorsch hat fast eine Stunde auf den Kuckuck gewartet. Schorsch, komm zum Spielen. Dein Sausier will auch, dass du zum Spielen kommst. Grrr. Grrr. Sausier. Schorsch hat den Kuckuck wieder verpasst. Nicht weinen, Schorsch. Spiel doch ein bisschen im Garten. Ich ruf dich dann, wenn es Zeit für den Kuckuck ist. Fang ihn, Schorsch. Es ist fast 11 Uhr. Peppa, Schorsch, gleich ruft der Kuckuck. Schnell, Schorsch, damit du ihn nicht wieder verpasst. Oh. Schorsch rennt so schnell wie nie zuvor. Und? War da der Kuckuck? Kuckuck, Kuckuck. Kuckuck, Kuckuck. Peppa und Schorsch spielen gerne Kuckuck. Kuckuck, Kuckuck. 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 Es ist Schlafenszeit. Peppa und Schorsch sind sehr müde. Kuckuck. Peppa und Schorsch schlafen tief und fest. Ist es denn schon wieder morgen? Nein. Schlafenszeit. Dem Kuckuck geht es nicht gut. Vielleicht braucht er Schlaf, so wie du und Schorsch. Gute Nacht. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Schorsch, ich weiß, wie es dem Kuckuck besser geht. Wir ziehen die Uhr auf, wie Papa es gemacht hat. Mama und Papa schlafen tief und fest. Was? Mama, Papa, wir müssen euch was zeigen. Jetzt geht es dem Kuckuck besser. Ha 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 ha!